Seit 3 Jahren herrscht Krieg im Jemen. Millionen von Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Die Situation ist katastrophal und sie verschlimmert sich von Tag zu Tag. 14 Millionen Jemeniten sind am Rande der Hungersnot. Nur 1/3 des Landes beherbergt medizinische Einrichtungen und nur die Hälfte davon ist noch funktionsfähig. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind an einer präventiven Krankheit. Islamic Relief arbeitet seit 1998 im Jemen. Wir können das Elend nicht vernichten, aber wir können dieser Bevölkerung, die oft vergessen wurde, unterstützen, indem wir einer Person nach der anderen helfen. Dank ihrer Spenden können wir medizinische Einrichtungen sanieren, medizinisches Material liefern und zahlreiche Menschen behandeln. Der Jemen braucht sie nach wie vor, besonders die Frauen und Kinder sowie die Menschen, die von Cholera betroffen sind, in den Provinzen Amrain, Hodeida und Sada. Ihre Spenden haben Tausenden von Familien ermöglicht, sich zu ernähren und zu pflegen. Islamic Relief baut auch Projekte auf, die den Zugang zu Trinkwasser ermöglichen. Sie beteiligen sich nicht nur am Notstand, sondern auch an der Entwicklung dieses zerstörten Landes, indem sie die Wiederaufbauprojekte und die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. Jede Spende zählt und beweist, dass wir sie nicht vergessen haben.